Nee, ich glaube, wir sind kein Kunde. Wie, ich gefalle dir nicht? Ich gefalle dir nicht. Nicht wirklich. Aber mach dir nichts draus. Dass du nicht mein Typ bist, sagt dir nichts über deinen Charakter aus. Hallo und willkommen zurück zu Elex. Ihr habt euch bestimmt gefragt, wie es hier weitergeht mit Ray und dem Kollegen... Wie hieß er? Keine Ahnung. So, nachschauen. Das ist der Wyatt. Und der Wyatt hat hier die Steckbriefe ausgestellt auf unseren Kollegen Ray. Wir sollen jetzt mit dem reden. Mal gucken, was da bei rauskommt. Ich bin super gespannt. Was willst du? Du musst der Kerl sein, der hier überall Steckbriefe verteilt. Ach ja? Sagt wer? Nun, ein ziemlich übler Bursche namens Ray. Ah ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Bist du jetzt sein neuer Bodyguard oder was? Okay, der schließt sich uns an. Wieso das? Da stimmt doch was nicht. Sagen wir, ich habe ein Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Das ist ja entzückend. Und wann kommt die Stelle, wo du mir erzählst, was das mit mir zu tun hat? Es heißt, du verteilst die Steckbriefe. Ray soll angeblich eine stattliche Summe einbringen. Bau jetzt bloß keinen Scheiß, Mann. Du siehst nicht so aus, als ob du Spaß verstehst, was? Tja, zahlt dir der Penner überhaupt was dafür, dass du dich hier für ihn zum Affen machst? Aber gut, ich will keinen Ärger mit dir. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder, okay? Ray ist sichtbar unentspannt. Wer hat dich damit beauftragt? Das ist ja niedlich. Nee, wenn ich dir das erzähle, kann ich gleich meinen eigenen Namen auf die Steckbriefe schreiben. Wie viele Steckbriefe hast du noch? Nur noch einen. Und den gibst du mir jetzt? Ich weiß nicht, ob... Ich könnte dir natürlich auch die Fresse polieren. Und dann gibst du mir den Steckbrief. Schon gut, schon gut. Bevor wir zwei Ärger kriegen, gebe ich dir das Ding lieber gleich. Wer hat die restlichen Steckbriefe? Jeder, der sich zutraut, eine Ratte wie Ray zur Strecke zu bringen. Okay, zum Glück haben wir so eine große Klappe. Mit dem Schwert kommen wir, glaube ich, nicht weit. Okay, wollen wir die Belohnung? Natürlich wollen wir die Belohnung. Nee, wir verraten Ray nicht. Der klingt eigentlich ganz nett. Und wir können ein paar Verbündete gebrauchen. Mal sehen, was er dazu sagt. Du bist also nichts weiter als ein unwichtiger Mittelsmann. Wenn du das sagst? So, und jetzt verziehe ich mich, wenn's recht ist. Also, schönen Tag noch. So. Was muss man bloß anstellen, um auf so einen Steckbrief zu landen? Dieser Ray hat ein ernsthaftes Problem. Wo ist er denn überhaupt? Ach, hier. Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Nee, kein blauen Dunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß ich schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals. Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Klingt ja alles sehr interessant. Was war denn jetzt? Also verraten wollen wir ihn eigentlich nicht. Ich glaube, das ist ein ganz starker, ganz guter Verbündeter für uns. Er ist noch dran. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln.
Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung. Keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Also, was sagst du? Ich schätze, dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Wow, das hört sich doch nach Zuversicht an. Und das von einem Eisklotz. Scheinbar hatte mein Bruder recht. Hinter eurer Fassade seid ihr offenbar doch ganz normale Menschen. Okay, Ray ist also jetzt unser Verbündeter. Das hat tatsächlich geklappt. Der ist jetzt bei uns im Club. Das heißt, wir haben den Mitstreiter. Das ist natürlich ein riesen Upgrade für uns. Ich denke mal, der wird halbwegs stark sein. Hoffe ich jetzt. Die haben hier sogar einen relativ intakten Panzer drin stehen, ne? Wahrscheinlich alles nur Schau. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal so ein bisschen um hier. Reden wir mit den Leuten. Schauen, was die uns so zu erzählen haben. Und am besten nehme ich ihn hier immer mit. Unseren Ray. Falls dann doch irgendwas passieren sollte. Mal sehen, ob der mir hilft, wenn ich hier in der Base mit irgendwem kämpfe. Wahrscheinlich nicht. Wäre natürlich super cool, wenn. Okidoki, ich höre mich mal um. Das wird wahrscheinlich wieder ein Weilchen dauern. Und dann schauen wir, was wir als nächstes machen. So, da bin ich wieder. Ich habe mit fast allen Leuten geredet. Die interessantesten habe ich jetzt nochmal aufgehoben. Also, das sieht so aus, als gäbe es hier wieder einige Schwierigkeiten zwischen den Leuten, wie das halt so ist. Hier gibt es wohl... Das ist wieder so ein Schakal. Also, es gibt den Duke, der ist hier drin, mit dem habe ich noch nicht geredet. Das ist praktisch der Boss hier von dem Verein. Vor heißt es ja. Das Lager heißt Vor. Das Vor der Outlaws. Und der Duke ist der Boss hier. Da gibt es wohl 5 Unterbosse, die hier so für die unterschiedlichen Gegenden in dieser Base verantwortlich sind und so für unterschiedliche Bereiche. Der eine ist irgendwie für die Händler zuständig. Dann haben wir eine, die hier fürs Vergnügungsviertel zuständig ist und so weiter und so fort. Und ja, also da gibt es offenkundige Feindschaft hier zwischen den Leuten. Der Turm sieht auch ziemlich mitgenommen aus, ne? Da ist nur noch die eine Seite von der Stahltür drin. Es war früher mal ein ziemlich stabiler Bunker, glaube ich. Na gut, fällt mir nur gerade so auf. Und ja, zum Beispiel der Typ, der für den Arena-Bereich zuständig ist, ich glaube Big Jim heißt er, wenn ich mich recht entsinne, der hat mir ganz offen erzählt, dass er den Duke hier auswechseln will, dass er selber der nächste Duke werden will. Also, alles ziemlich interessant. Eine sehr angespannte Situation hier, ehrlich gesagt. Gut. Jetzt habe ich, wie gesagt, nochmal die interessanten Typen aufgehoben. Die werden wir uns jetzt mal zusammen vorknöpfen. Ja, erstmal auf den Boden rotzen, alles klar. Das sind die beiden Wachen. Und das müsste dann der Duke sein, denke ich mal. Oder? Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Also es ist Logan und das ist der Duke. Und... Was ist denn wichtig? Ich weiß nicht, ob ich gleich ans Bein pinkeln wollen. Das ist vielleicht nicht so perfekt. Ich brauche mal ein bisschen Zeit, ne? Oder? Er ist der Boss. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ha, ist ja schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Häuten will er mich, okay. Das ist immer gut. Du willst keinen Ärger mit mir. Du brauchst Hilfe? Das trifft's eigentlich ganz gut, ne? Also, seine Macht bröckelt definitiv, wenn ich mir das so anhöre hier in dem Lager. Du brauchst meine Hilfe. Tatsächlich. Bist du denn gut? Ich bin der Beste. Du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also... Raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Was wollen wir eigentlich von ihm? Ein Job? Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Tja, nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin, ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hochhalten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge.
Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist versteht. Ich, der Duke von Tavar, bin der Einzige, der ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Also eigentlich hat er gerade sehr anschaulich erklärt, warum das hier nicht so gut läuft in dem Lager. Jeder ist sich selbst der Nächste. Verhandlungen? Was gibt's denn für Verhandlungen? Davon weiß ich hier gar nichts. Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen? Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Es heißt, mir doch gedacht. Ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in ihrem Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Tch, das nenne ich mal gute Menschenführung. Tja, und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen hohen Herren verkriechen sich hinter ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze ihre technischen Fähigkeiten, aber gib ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So, und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden? Okay, dann wollen wir jetzt einen Job. Gib mir einen Job. Dir ist es wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Eine Bombe baut er? So, so. Okay. Ich übernehme den Auftrag. Ja. Aber lass dir nicht zu viel Zeit dabei. Deine Uhr läuft. Wollen wir Outlaw werden? Nö, aber wir können ja mal fragen, was wir machen müssen. Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Was müsstest du? Hab ich dir nicht gerade gesagt, was du tun sollst? Wenn du mich beeindrucken willst, dann beweg deinen Arsch und erledige den verdammten Job. Okay, verstanden. Wer bist du? Outlaw? Die hat, glaube ich, auch keinen Namen. Das sind ja gute Aussichten hier. Ganz gechillt. Schau mal hier hoch. Mal sehen, ob man da oben überhaupt noch... ob hier noch irgendwas steht. Sieht alles ziemlich kaputt aus, wenn ihr mich fragt. Eins geht's noch höher. Oh, das geht doch ziemlich hoch. Sehr gemütlich. Da ist vielleicht ein Rattenloch hier. Und das hier ist immerhin der Bereich vom Boss. Also hier sieht es noch vergleichsmäßig gut aus. Da kommt schon die Sonne rein. Oh, da steht einer. Wer ist das? Ja, es wird mal wieder auf den Boden gerotzt, wie das geklungen hat. Metallschrott, das nehmen wir mit. So. Ziemlich viel zu holen gibt es ja eigentlich nicht, ne? Logans Notizen, das wäre schon ziemlich interessant. Oh, das sieht der Typ sofort, wenn ich die klaue. Klauen ist keine gute Sache, auch wenn das niemand sieht, dass wir was klauen. Das kann trotzdem immer zurückverfolgt werden, also
Das ist wie bei den alten Gothics. Wenn wir Sachen klauen, dann müssen wir früher oder später dafür bezahlen. Das ist keine gute Idee. Okay. Spring! Das war nix. Müssen wir nochmal hochklettern. Mal sehen, wer das da oben ist und was der da macht. Wahrscheinlich ist es einfach eine Wache, ne? Passt auf, dass wir kein Zeug klauen. Wache. Okay. Raus, aber schnell. Oh, das ist nicht gut. Ich sehe weg. Mach das ja nicht nochmal. Also die meisten mögen das auch nicht, wenn wir bei denen hier irgendwie durch die Hütte laufen. Die sind hier besonders aggressiv. Okay. Dann kennen wir jetzt Logan, den momentan noch Anführer. Mal gucken, wie lange noch. Jetzt gehen wir nochmal hier runter und schauen uns nochmal den Vergnügungsbereich an, hätte ich gesagt. Ich habe schon mit der Chefin geredet, aber ich habe noch nicht alles gesehen. Ich habe gedacht, das gucken wir uns auch nochmal zusammen an. Ist ja ganz witzig. Eieiei, alles voller Ratten. Die Schakale jagen manchmal die Ratten, das ist ganz witzig. Was machst du denn hier? Okay. Das hier ist so ein Gewächshaus. Achso, wir müssen auch noch mit dem Raketentypen sprechen. Ja, das haben wir auch noch nicht gemacht. Das ist, glaube ich, im Keller vom Boss. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Genau, hier unten ist irgendwo die Kneipe. Die ist hier links um die Ecke. Da finden wir die Chloe. Das ist die Chefin vom Vergnügungsviertel. Und ja, wie das halt so ist, ist die ziemlich mächtig hier eigentlich. Mal was trinken. Das ist die Kneipe. Mich hört ja keiner. Da ist Chloe. Mit der habe ich schon geredet. Und jetzt gucken wir nochmal zusammen nicht, rüber. In das, weiß nicht, was das ist. Freudenhaus? Irgend sowas in der Art, denke ich. Ich habe da mal kurz reingeguckt, da habe ich gedacht, schauen wir nochmal zusammen rein. Da gibt es wahrscheinlich wichtige Informationen für uns zu holen. Die Leute quatschen hier natürlich immer ziemlich viel. So, was haben wir denn hier? Tür nach draußen. Bürostuhl, Klappstuhl. Ja, ich glaube, wir sind hier richtig. Outlaw, Outlaw. Die Tänzerin, die haben irgendwie gar keinen Namen. Ich weiß gar nicht. Geldbündel. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt, ob die irgendwie, ob das wirkliche Charaktere sind oder was. Möglicherweise sind es Charaktere, aber die interagieren gerade mit der Stange und deswegen kann man die nicht ansprechen. Das ist Hank. Wen haben wir hier noch so? Okay. Ja, sieht ja sehr einladend aus. Cindy. Hallo Cindy. Und da geht's wieder raus, oder wie? Nee. Verschwinde. Verschwinde. Alter Lieferschein. Ja, endlich du hast du keinen Kluge. Die sind alle ein bisschen gefährlich. Also ich denke, die ganzen Zettel mit einzusammeln und zu klauen, das wäre gar nicht doof. Das gibt bestimmt coole Informationen. Mal schauen. Mal sehen, was Hank uns erzählt. Wenn du was von den Mädels willst, sprich selbst mit ihnen. Oder bist du hier, weil du was zu beißen willst? Dann musst du warten, bis du an der Reihe bist. Allerdings ist mir deine Nase noch nicht untergekommen. Du hast deine Ration wohl immer woanders besorgt, was? Ha! Wenn ich dich so angucke, wird mir auch klar, warum. Du bist vor kurzem durch die Wüste gestreift. Mit nichts auf der Naht. Und da musstest du das fressen, was du am Wegesrand auflesen konntest. So, so, das ist also Hank. Hank ist der Koch. Der kocht bestimmt Fleischwanzen. Bist du der Koch hier? Ich? Der Koch? Haha, im Leben nicht. Aber ich gebe die Rationen aus. Du musst wissen, der Duke kümmert sich um seine Leute. Und wer für den Moment nichts zu beißen hat, der bekommt sein Fressen bei mir. Okay. Und das macht der Duke ganz ohne Gegenleistung? Natürlich. Ich könnte zwar sagen, dass ein voller Magen nicht rebelliert oder auf dumme Gedanken kommt, aber ich will ja nicht die Großzügigkeit unseres Anführers untergraben. Mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wenn du zu uns gehören würdest, dann könntest du dir bei mir deine tägliche Ration abholen. Aber weil ich einen guten Tag habe, mache ich für dich mal eine Ausnahme. Hier, nimm. Eine Konservendose. Nee, das ist kein Koch. Er hat noch mehr als Essen. Das können wir aber noch nicht machen. Überleben habe ich, glaube ich, erst zwei oder so. Hat er Arbeit für uns? Hast du Arbeit für mich? Das habe ich tatsächlich. Unsere Karawane, die Nachschub aus Abessa liefern sollte, ist schon lange überfällig. Da du kein Outlaw bist, wärst du perfekt dafür geeignet. Ich brauche jemanden, der nach ihr sucht und auch die Schnauze halten kann, wenn es angebracht ist.
Okay. Keine Ahnung, was die Karawane dabei hat. Da was zu verbergen? Bezahl uns mal gut, ist immer schön. Solange ich bezahlt werde, ist mir egal, was los ist. Ich wusste doch, dass ich dich richtig eingeschätzt habe. Weißt du, es könnte einen Aufstand geben, wenn herauskommt, dass unsere Nachschubrouten abgeschnitten wurden und die Alps dafür verantwortlich sind. Nimmst du diesen Auftrag an, muss ich sicher sein, dass du die Klappe halten kannst. Denn wurde die Karawane tatsächlich überfallen, darf es keine Zeugen geben. Unter gar keinen Umständen. Okay, wir sollen also alle meucheln. Das ist mal was ganzes Neues. Ich werde die Karawane suchen. Sehr gut. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Und keine Angst. Ich bezahle meine Leute immer und großzügig. Hauptsache, du tust, was ich gesagt habe. Also geh jetzt. Und nochmal. Wenn es ein Überfall der Alps war, dann sorg dafür, dass niemand etwas davon erfährt. Ach, eins noch. Findest du Warenkisten? Bring sie mir. Alles klar? Klar. Dem würde ich ja eher zutrauen, dass er uns danach auch wegräumt. Zeig mir deine Ware. Okay. Was hat er denn? Ein bisschen was zu trinken? Nichts Interessantes. Okay. Das ist Hank. Und ansonsten gibt es ja, glaube ich, nur noch Cindy. Der Rest sah irgendwie relativ unbewohnt aus. Cindy hat viele Zimmer. Okay. Das sieht ja recht interessant aus hier drin. So, Cindy. Hast du irgendwelche Informationen für uns? Jetzt sag nicht, du bist mein nächster Kunde. Ich bin ja einiges gewohnt. Aber du siehst mir nicht gerade aus wie... na, wie die anderen eben. Nee, ich glaube, wir sind kein Kunde. Wie, ich gefalle dir nicht? Ich gefalle dir nicht. Nicht wirklich. Aber mach dir nichts draus. Dass du nicht mein Typ bist, sagt dir nichts über deinen Charakter aus. Also nimm es nicht zu persönlich. Okay. Das ist ja gut. Wir sind ja nur hier, um Informationen zu sammeln, ne? Die hört viele Gerüchte. Du hörst doch sicher eine Menge Gerüchte. Da ich hier ziemlich viel Kundenkontakt habe, bekomme ich natürlich einiges mit. Aber wie du weißt, ist nichts auf der Welt umsonst. Oha. Dir macht es nichts aus, deinen Körper zu verkaufen? Ich versuche es positiv zu sehen. Es sorgt für die nötige Abwechslung und ich mache einen guten Schnitt dabei. Es ist die einzige Arbeit, von der ich etwas verstehe. Wir wollen sie jetzt nicht unbedingt verärgern. Wir wollen Informationen. So gesehen hast du recht. Nicht wahr? Aber ich muss dich enttäuschen, Schätzchen. Du eignest dich nicht für diese Art von Arbeit. Der Vorteil an meinem Beruf ist, dass man Menschen kennenlernt, die einem mehr bedeuten als ein paar Splitter. Wie meinst du das? Von Liebe verstehst du wohl nicht viel. Ich rede von Liam, einem meiner Stammkunden. Und ausgerechnet er ist an diese Schlampe Iron Madison vergeben. Oder besser gesagt, er gehört diesem Dreckstück von einer Gefängniswärterin. Okay, mit Liam habe ich schon gesprochen. Der wird immer von seiner Frau verhauen. Und will am liebsten neu heiraten, scheinbar. Aber die Iron Madison, die lässt sich das nicht gefallen, glaube ich. Erzähl mir mehr über Iron Madison. Ich könnte dir erzählen, dass sie eine Zeit lang das Bückstück vom Duke war. Aber der hat schon vor einiger Zeit das Interesse an ihr verloren. Und jetzt braucht sie jemand anderen, der es ihr besorgt. Und dann nimmt sie natürlich den Kerl, der sich nicht wehren kann. Leider genießt sie noch immer einen guten Ruf beim Duke, was es schwer macht, ihr beizukommen. Warum willst du unbedingt mit Liam zusammen sein? Ich gebe dir bestimmt keine Nachhilfe in Sachen Liebe. Aber vielleicht verstehst du es, wenn ich dir sage, dass ich irgendwann nur noch für einen Mann da sein möchte. Aber solange Iron Madison mir im Weg steht, sehe ich keine Zukunft für ihn und mich. Okay, das war mal wieder ein Mordauftrag. Wir sollen die Madison aus dem Weg räumen. Mal sehen, ob wir das später irgendwann machen. Für einen Moment fragen wir die mal weiter aus. Wegen und zwar, Gerichte. Was die Gerichte angeht. Alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Kohle, ehrlich gesagt. Hast du etwas über geklaute Stims gehört? Du meinst den Diebstahl bei Doc? Nein, ich glaube nicht. Okay, dann brauchst du wieder Splitter. Wenn dir noch etwas einfällt, sag mir Bescheid. Alles klar, werde ich machen.
Ich spare mir das für einen Moment mal. Vielleicht machen wir das später. Die hat, glaube ich, ein paar wirklich gute Informationen parat. Habe ich zumindest gehört. Also, das könnte noch ganz interessant für uns sein. Im Moment habe ich das Problem, dass wir echt wenig Elexit haben. Ich habe ja der Wache am Eingang. Moment, Map. Genau. Achso, wir können auch mal rüberlaufen. Das hier ist der Hintereingang oder Ausgang oder wie auch immer. Der Typ da ist super gechillt, mit dem kann man quatschen. Der ist ganz cool. Kein Problem. Und hier kommt ihr rein und raus. Der Vordereingang wird von diesem komischen Typen bewacht, der ja Kohle von uns wollte. Dem habe ich ja, glaube ich, 200 gegeben. Total verrückt. Und der wollte jetzt schon wieder was von mir. Das heißt, am besten dem nichts geben und den immer umgehen. Also, solange ihr nicht stark genug seid, dem aufs Maul zu hauen. Das ist keine gute Sache. Den solltet ihr nicht bezahlen. Da habt ihr nichts von. Das war ein Fehler. Aber man muss es ja mal ausprobiert haben, ne? Da habe ich jetzt eigentlich mit allen wichtigen Leuten hier geredet und alle Informationen eingeholt, die wir so für einen Moment brauchen. Ich denke nicht, dass wir zum Outlaw werden. Das ist so... Ja, ich weiß nicht, ob das Rattenloch hier wirklich Zukunft hat, ganz ehrlich. Wenn, dann eine sehr blutige Zukunft. Also hier gibt es einen Haufen Streitereien und es sieht so aus, als würde hier bald irgendwas passieren. Wir gucken jetzt noch ganz kurz runter zu dem Kollegen mit der Bombe. Mal sehen, was der uns zu erzählen hat, wie wir dem da irgendwie weiterhelfen können, dass der seine Bombe schneller gebaut kriegt, bevor der Duke ausrastet. Jetzt weiß ich auch, warum hier nichts passiert die ganze Zeit. Da haben sich viele beschwert, dass einfach nichts passiert. Und es liegt wohl daran, dass der Duke hier seinen Plan mit der Bombe verfolgt. Wahrscheinlich sind wir die Einzige, der was davon weiß. Wir kommen hier mal rein in die Städte und jeder erzählt uns seine intimsten Geheimnisse. Ist ganz witzig. So. Das ist bestimmt der Wissenschaftler. Lagermeister. Lass dir ja nicht einfallen, etwas aus dem Lager zu klauen. Ich bin dafür verantwortlich und wer sich dort vergreift, bekommt meine Waffe zu fressen. Alles klar? Wir sind nur hier zum Schauen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das überrascht mich nicht. Das Zeug, was du da anhast, schützt ja nicht einmal vor einem Fliegenschiss. Merk dir einfach, je fetter die Rüstung, desto fetter der Einsatz, den du dafür erbracht haben musst. Kriegen wir vielleicht eine kleine Rüstung? Wie gut sind eure Rüstungen? Hey, die Dinger sind echte Handarbeit, 1A-Qualität. Gut, mit einer Läuferrüstung sollte man nicht lachend in einen Granatenhagel rennen, aber das versteht sich wohl von selbst. Glaub aber ja nicht, dass jeder Penner die Rüstung eines Vollstreckers ausgehändigt bekommt. Wer die empfangen will, muss verdammt viele Ärsche lecken. So. Was hat er denn dabei? Zeig mir deine Waren. Kettenschwert? Was ist das? Das klingt interessant. Boah, das ist mordsteuer. Wäre für uns so ein bisschen interessanter, aber das, die Statistiken haben wir auch noch nicht. Von dem her. Schutzmaske ist gut. Schützt ein wenig vor Strahlung. Sowas brauchen wir unbedingt. Weiß nicht, ob ich die direkt mitnehmen soll. Sollte ich wahrscheinlich fast. Alltagsmütze fürs Ödland. Das wäre schon ein Riesen-Upgrade. Schrotthemd. Schrottsammlerhemd. Das ist mordsteuer. Kostet genauso viel wie so eine Waffe. Umlette der Geschicklichkeit. Ich denke, wir nehmen diesen Helm, also diese Maske mit. Schutzmaske. Ich weiß nicht, ob die unendlich lange hält. Ich hoffe es. Die kosten nur 250. Die nehmen wir jetzt mal mit und testen die. Und mehr können wir uns ja dann sowieso nicht leisten. Ich könnte mal ein bisschen Zeug verticken, aber das mache ich irgendwann anders. Handgranaten. So richtig viel haben wir, glaube ich, noch nicht. Viel Krempel haben wir. Okay. Akzeptieren. Maske aufsetzen. Wo ist das Ding? Unterrüstung. Ring der Lebenskraft. Amulett. Schutzmaske. Angelegt. Yeah. Super cool. Die hilft ein bisschen vor Strahlung, das ist super wichtig. Strahlung macht unglaublich viel Schaden. Also da stirbt man innerhalb von Sekunden, wenn man in so ein verstrahltes Gebiet reingeht. Dann schauen wir mal hier weiter. Hier ist es mordsdunkel. Könnten so eine Fackel anmachen? Oder? Ja, wir brauchen, glaube ich, eine Fackel. So, es werde Licht. Irgendwie sehe ich jetzt auch nicht mehr als vorher.
als wäre es hier neblig oder so. Das geht ganz schön tief runter. Seht ihr was? Okay, hier wird es wieder ein bisschen heller. Gut. Sehr interessant. Das ist Konrad. Yeah. Das ist ein riesen Bunkerkomplex hier. Oh, die Bombe. Da haben wir von oben schon reingeguckt. Das Ding sieht komisch aus. Na gut. Was, hier ist ein Ausgang? Okay. Cool. Da ist ein Ausgang zu dieser Schlucht hier draußen. Dann reden wir nochmal kurz mit Konrad, was der hier so treibt. Und erfahren mal, was hier mit der Bombe abgeht. Wieso der so lange braucht, der Konrad. Der hat auch einen witzigen Anzug an. Oh, das ist ein ehemaliger Alp vielleicht? Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Das ist bestimmt... Oder ist das ein... Das ist doch ein Alp, oder? Der hat doch eine Alprüstung an, wenn ich das richtig sehe. Was macht er denn hier? Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werken. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Was will er denn eigentlich in die Luft jagen? Das würde mich auch interessieren. Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Hey, frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten? Eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Okay. Wen, die Alps oder die Berserker? Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Ja. Tja, dann weißt du ja, wovon ich rede, was? Okay. Ja, also wir haben ja mit ihm gesprochen und für mich klang das so, als wären die Berserker die, die ihm am meisten auf die Nerven gehen. Also nehme ich mal an, dass er hier die Berserker in die Luft jagen will. Das finden wir bestimmt noch raus. Ich denke, für heute müssen wir schon wieder Schluss machen. Wir sind schon wieder ewig unterwegs. Die Zeit vergeht so super schnell, wenn man hier mit den ganzen Leuten quatscht. War auf jeden Fall wieder ziemlich interessant. Wir haben jetzt endlich mal den Puff besucht und mit dem Duke geredet. Mit dem momentanen Boss. Ich gehe davon aus, dass der wirklich nicht mehr lange Boss ist. Mal sehen. Wir haben einen Haufen Aufträge. Also hier gibt es richtig viel zu tun. Und ziemlich viele, ziemlich rabiate Sachen. Aber das ist ja kein Problem für uns. Wir brauchen nur noch eine gescheite Waffe und eine Rüstung. Also der hat ein paar coole Rüstungsteile hier. Da kann man auf jeden Fall einkaufen. Ich muss nur noch genug Elex zusammensammeln, damit es was wird. Immerhin haben wir schon so eine super heiße Maske hier. Yeah. Okidoki, damit würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.